Was aus eurer... Wirst du auf dieser Ebene schneller? Hä? Was? Was war das jetzt? Aus irgendeinem Grund werde ich auf der Ebene schneller? Schneller was? Schneller K.O. gehen? Schneller durstig? Schneller Waffen-MP habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Das bleibt nicht zu lange. Es bleibt ja nicht lange. Um das zu lesen, komplett durchzulesen, also... Wahrscheinlich ist es eine eingeschränkte Zone. Ah, okay. Waffe. Waffe. Ach du Himmel. Klebrig. Ernsthaft. AV und Angriff plus 2. Okay, ich dachte, sie kann uns verfluchen. Nein. Sie klebt uns eine. Ja? So kann man das auch sagen. Ja, die lassen wir jetzt mal Ruhe. Kajütenschlüssel. Ich werde jetzt mal Schnellgang machen. So, ein paar Gegner auslassen. Wenn ich den Schlüssel... habe den Ausgangsschlüssel. So. Weil dann kommen wir nämlich auch vorwärts. Dann kann ja dann immer noch offscreen ja was machen. Nussbombe. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich habe noch ein Reparaturpulver. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Man hat davon wirklich viel zu wenige. Springbrunnen, okay. Das ist das Problem jetzt. Jetzt muss ich erstmal den Ausgangsschlüssel finden. Das war er nicht. Das kann nämlich jedes Monster haben. Du hattest es auch nicht. Und jetzt ist das die letzte Reparatur, die ich machen kann mit dem der Waffe. Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich? Ich könnte Fluchtpulver, glaube ich. Habe ich überhaupt Fluchtpulver? Nein, ne? Ich glaube nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Karte haben wir bis jetzt leider noch nicht gefunden. Aber hier sind direkt drei Adler. Die schnappe ich mir zuerst. Eine Wassermühle. Und hier haben wir noch... Wilder. Mhm. Interessant. Oder war das schneller durstig? Das sieht mir eher nach schneller Durst aus. Auf irgendeinem Grund wären wir hier schneller durstig. Bitte gib mir den Schlüssel. Hacker kann aufgewertet werden. Ich werde jetzt hier einfach mal keine Attribute reinsetzen, beziehungsweise bearbeiten. Ich verbessere ihn. Ich rüste ihn einfach nur aus. Auf 5 und dann wird er eh klein gemacht. Und man kann, ich würde sagen, das machen wir dann eher auf den großen Waffen oder so. Oder falls noch irgendwas fehlt, auf so eine kleine Waffe. Ansonsten hat das keinen Sinn. Momentan. Wir kriegen einfach zu viel Waffen für unseren Toruno. Und ich krieg die ja nicht mehr los.
muss unbedingt jetzt erstmal die Waffen mal upgraden. Achso, das war's schon. Oder? Nee. Ja, Kleberzustand ist mir jetzt egal. Das kann sein, dass wir Ersatzmannpulver. Dann setzen wir Wiederbelebungspulver ein, Gegenstand. So. Dann lassen wir den erstmal in Ruhe laufen. Gucken, ob wir noch Adler finden. Das ist jetzt wichtig. Ja, hier haben wir sogar noch einen. Ja, und jetzt muss ich mich auf die Suche nach den Ausgangsschlüssel machen. Markise! Ja, das wird jetzt echt ätzend. Ich hoffe mal, du hast den. Natürlich nicht. Das wird jetzt ein bisschen eng mit der Waffen. Aber hier hinten ist noch etwas. Ja, Durstgrenze erreicht. Ich muss dann, glaube ich, erstmal einkaufen gehen. Oh, hab doch den. Mit der Waffe kann ich nicht weiterkämpfen. Dann nehmen wir das Eulenschwert. Bist du down? Nein, natürlich nicht. Ah. Komm. Ja, er hat den Ausgangsschlüssel. Mann, so viel Glück muss man haben. Dann hauen wir ab und gehen wir mal einkaufen. Gucken, was wir kaufen können. Ich hätte... Oder soll ich eine Waffe verkaufen? Naja. Oder? Ich weiß es nicht. Das ist es, ja. Ausgangsschlüssel da. Einmal benutzen und dann verlassen wir erstmal das Verlies. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das funktioniert. Dann braucht man nicht die Animation jedes Mal zu sehen für den Rückweg. Kann weg. So, wir brauchen Käse. Und Reparatur. Wieso setze ich Ersatzpulver ein? Ich bin noch so dumm. Ne? Oh nee, jetzt habe ich Ersatzmannpulver gekauft. Ach, ich bin doch so ein Depp. Naja. Stärketrank. Ah, es ist echt doof. Weihwasser können wir eigentlich auch verkaufen. Antiklebe können wir gut gebrauchen. Wir haben jetzt hier das teure Wasser, ne? Dann holen wir uns mal lieber erstmal Reparaturpulver. So, zwei Wasser. Wird knapp. Mm. 25, die Hälfte natürlich. Ja, ja. Ich kann hier eine Waffe verkaufen. Warum eigentlich nicht? Ich werde wahrscheinlich eh erstmal ein Messer
Hat eine Waffe aufwerten. Also wenn ich jetzt alle, jetzt jede hier eine andere, die zweite Form nehmen würde, dann bin ich ja bis, keine Ahnung, bis Ultimo noch vorhanden. Hier sollte ich am besten gar nichts verkaufen, weil die brauchen wir. Dann holen wir uns nochmal Wasser. Und ein Reparaturpulver. So. Gut. Dann versuchen wir noch eine Ebene zu machen. Geht es wieder mit dem U-Boot fahren? Ah, okay. Das scheint wohl jetzt drauf zu sein mit den Hinfahren. Kann man das überspringen? Ich drück mal Tasten. Nö, kann ich nicht. Ich hab's gerade ausprobiert. Es will einfach nicht. Man muss es immer sehen. Ah, jetzt sehen wir es auch mal im helleren Licht. Ein bisschen besser. In der Dunkelheit zu fahren, naja, ist klar, dann sieht man ja nichts. Das wird wahrscheinlich echt mühsam sein, das jedes Mal zu sehen. Immerhin ist der Rückweg nicht so. Das finde ich ja noch angenehm. So, machen wir weiter. Die nächsten Ebenen kommen ja noch. Im Frack. So, 6 Stück, okay. Schiffsdeck 4 sind wir. Na gut, ihr könnt auch selber lesen, ne? schneller Durstig, schon wieder. Eingeschränkte Zone. Das ist natürlich unschön. So. Wir rüsten uns wieder mit dem Hacker aus. Reparieren das Ganze. War das jetzt mein Ernst? Ich wollte eigentlich die Feder benutzen. Aber das hat nicht ganz aufgegangen. Shit. Eis. Ja. Immerhin was zu verkaufen, sagen wir mal so. Oh nein, Mimen. Ernsthaft? Euch mag ich doch nicht. Ah, komm. Geht drauf. Jetzt kommen Mimen. Na toll. Da freue ich mich ja so sehr. Hab doch vorhin was gehört. Ach so, verfluchen kann sie also auch noch. Das geht also auch. Klebe und Fluch. Die Dornen verfluchen ein, okay. Was macht Fluch? Zieht irgendwas ab? Irgendwas macht doch Fluch. Irgendwas muss doch Fluch machen. Ich finde jetzt keinen Aspekt. Also schränkt die Waffe nicht ein. Vielleicht Durst. Dann geht's noch schneller weg. Das kann sein. Weil ich sehe gerade, dass wir noch mehr Durst haben. Ich kann nur die Spritze nutzen. Ich weiß noch nicht, was gegen Gift hilft. So, einmal auffrischen, auffüllen. 8 Stück konnte ich nur. So. Na komm. Ich mag dich irgendwie nicht, weil du immer wegrennst von mir. Ja, ich glaube, Fluch
ist für Durst. Dass man schneller Durst hat. Ja, also. Ja. Gut, dass man nicht reinfliegen kann. Ansonsten sieht's übel aus. Ich bleib trotzdem jetzt erstmal auf ihm. Die Granny. Na komm, geh down. Hilfe. Ja, also, die Rosenflüche sind tatsächlich Gegner für Xiao. Von aus der Distanz. Ich muss hier aufpassen, wer Meme ist und wer nicht, ne? Ein Bartzahn. Bis jetzt haben wir noch keinen. Ja. Ich weiß. Ich werde durstig. Ich würde sagen, wir haben noch gerade keine Atlas gesehen. 6 Stück sind nämlich hier drin. Ja, was soll ich da großartiges tun, ey? Das ist eine blöde eingeschränkte Zone. Mit Durst. Ich brauche hier eine Quelle. Was gibt's hier? Etwas Geld gewonnen. Mime? Keine Mime. Oh, Wiederbelebungspulver. Sehr nice. Wir nutzen erstmal noch das Kleine. Und dürfen wieder die Waffe reparieren. Das wird ja echt jetzt ätzend. Komm mal her. So, ein Schlag noch. Danke. Nein. Ja, wollte zwar mich nicht heilen. Ich wollte die Feder nutzen. So, jetzt geradeaus. Noch mehr so von denen. Hier sind bestimmt Mimen drin. Da muss noch irgendwo noch ein Atlas sein. Steve, irgendwie so ähnlich, wieder ausgesprochen bestimmt. Handkarre Fisch, okay. Was ist hier hinten? Sind das alle? Rosenflücher? Ja. Und hier ist bestimmt noch eine Mime dran, ne? Irgendwo. Antiklebe-Amulett. Ja, nicht schlecht. Oh, Zauberkraft. Das erfrischt einmal, aber das hält er nicht auf die Dauer. Leider. Ich mag diese eingeschränkte Zone nicht. Ja, ich weiß, es piept, aber ich brauche sie jetzt. Ich könnte reparieren. Dann hört es auf zu piepen. Ja, und jetzt haben wir nur noch wieder so wenig Reparaturpulver, noch 9. Das geht ja echt fix zur Neige. Ja, ich hab Durst, ich weiß. Aber ich will dich jetzt nicht. Ich muss das für ein aufbewahren. Was haben wir hier? Was Gutes? Monster sind voll Energie. Okay. Okay, wir haben hier jetzt mehr Gegner für Xiao. Eben schnell noch einen Adler aufsammeln. Da war nur eine Mine drin. Ich sag mal lieber nicht so laut. Komm mal her. Ich hoffe, meine Mime hat den Ausgangsschlüssel. Ansonsten muss ich jetzt mit Xiao kämpfen.
Okay, Karte und Dings. Dann suchen wir mal den Ausgangsschlüssel. So, komm her. Ah, ein bisschen mehr können wir ruhig ran. Dann machen wir ein bisschen mehr Schaden. Und da haben wir auch schon den Ausgangsschlüssel. Sehr schön. Perfekt. Dann können wir direkt abhauen. Dann schauen wir uns mal die Sachen mal an, ob wir irgendwas überhaupt machen können. Oder? Ja, schauen wir uns erstmal an. 4 Ebenen. Reicht ja erstmal.